War dir klar, dass man die beste Freundin einer Frau immer ein bisschen mitheiratet? Ja, es ist ja ein ganzer Trupp und von Mädels und es ist ja auch ein Genuss. Ich habe dann auch ja manchmal frei. Ja, ich muss ja auch nicht alles wissen. Maria lacht. Ja, weil es ist eher umgekehrt. Ja. Die Mädels können sich immer nur dann treffen, wenn Axel nicht im Lande ist. Ah, okay. Weil Axel seine Frau dann doch so besitzergreifend. Ich glaube, sitzergreifend, hast du gehört? Das war ein kleiner Vorwurf. Judith kann man nichts, also meiner Frau kann man nichts verbieten. Mich würde sehr interessieren, Maria, du hast mal in einem Interview gesagt, dass Axel kauzig sei. Wie kommst du drauf? Das hat er mir auch schon vorgeworfen. Ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt. Das hat der Journalist da reingeschrieben. Was wären denn so drei Adjektive, die ihn gut beschreiben, Maria? Nein, Axel ist einfach immer wieder hinreißend, ist ein unglaublicher Humor. Es gibt niemanden, der so schnell und so prägnant Situationen auf einen Punkt bringt und eine witzige Bemerkung dazu macht. Und das, muss ich gestehen, finde ich hinreißend. Das ist sicherlich sein Humor gepaart mit Intelligenz, weil ich glaube, zu wirklichem Humor gehört auch Intelligenz. Also hinreißend, humorvoll, intelligent wären so drei Adjektive. Das ist schön, oder? Findest du dich da wieder? Du guckst so. Er denkt, was hat sie alles vergessen? Was fehlt noch?